Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen in Rio de Janeiro. Ihr seht, wir sind in Brasilien. Bäume, Dschungel, wir sind auf so einem coolen Platz. Es ist einfach Leben in der Stadt. Und wir werden heute abgeholt von Guy. Cheers, man. So. Und Guy ist ein Foodblogger hier aus Rio, der schon mit Mark Wiens und mit anderen großen Namen hier in der Brasilien gedreht hat. Und er wird uns heute mitnehmen auf eine Original Brasilien Rio de Janeiro Street Food Tour. Und uns alles zeigen, was dieser exotische Ort zu bieten hat. Hi, guten Morgen Rio. Wie geht's euch? Wir befinden uns in einem Viertel mit dem Namen Flamengo und werden dort jetzt gleich unser Frühstück haben, das, wie Guy meinte, auf jeden Fall sehr exotisch sein wird. Wir werden frisches Açaí haben und eine Suppe. Und diese Suppe wird gekocht mit Jambu-Blättern. Und diese Blätter machen deine Zunge und deinen gesamten Mund taub. Ich meine, Açaí oder eine Açaí-Bowl ist auf jeden Fall eine Speise, die sich stark durchgesetzt hat in Europa oder in Deutschland oder in Österreich und auch sicher einige von euch kennen. Und ich auch persönlich voll gern nach dem Training oder am Morgen esse. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie jetzt hier das Original in Brasilien schmeckt. Und wir finden uns ein bei einem Platz mit dem Namen Tacacá do Norte. Was wie ein Loch in der Wand, Restaurant, Frühstücksplatz aussieht. Auf jeden Fall sehr sympathisch auf den ersten Blick. I want you to try just a spoon of the plain one. Okay, we will. Bon dia, bon dia. Die Açaí-Masse wird im Normalfall sowohl hier als auch bei uns in Europa gezuckert, sodass sie ein bisschen süßer schmeckt. Und Guy möchte jetzt, dass ich die Açaí-Masse einmal so komplett pur, frisch, nur mit der Açaí-Beere probiere. This is just plain. No sugar, no guarana syrup. Look at the color, man. This is the gold. So ein tiefes Lila einfach, sieht so intensiv aus, die Farbe. Pures Açaí. Very nice, huh? Mm. Would you prefer with no sugar or you want to have plain? I think a little bit of sugar. A little bit of sugar. Okay, no problem. Es ist nicht leicht zu beschreiben, aber es hat so eine Cremigkeit drin. So eine leichte Milchigkeit, und so eine leichte Säure. Und ich liebe diese Wandfliesen. Es hat direkt so was Originales, was Traditionelles. Und auch wieder hier ein sehr cooler Frühstücksplatz, muss man einfach sagen, mit einer Theke, an der man rundum sitzen und bestellen kann. Enjoy. Yeah, yeah, that's a breakfast, huh? Man, full breakfast from the Amazon. Ihr seht, das Frühstück ist serviert. Farbenfroh, exotisch. Und das, was wir hier auf dem Tisch haben, ist original Amazonas-Essen. So würde man das im Norden von Brasilien im Dschungel essen. So, with what do we start with? Man, I don't know. It's up to you if you feel like, you know, having the cold taste. So you should start with açaí. It's up to you. Or maybe with the beer, huh? Beer, the beer, yes. You drink it with the no, glass? No, you. I drink like this. Okay, no problem. Guy hat auf jeden Fall erzählt, dass es auch ein Bier aus dem Amazonas ist, aber hergestellt von einem Deutschen. Deswegen zum Wohl auf Brasilien. Yes. Okay, let's start with the açaí. Start with the açaí. Cremig, schwer, lila und so dunkel lila. Oh. Man, it's so good. So good. Mm. Schmeckt so cremig. So frisch, so abkühlend, so gibt dir einfach so ein gutes Gefühl am Morgen. Weißt du, es ist ein bisschen was anderes wie eine Bratwurst. Es ist einfach, erweckt dich zum Leben, gibt dir Energie. Und wir haben auch erfahren, dass die Açaí-Pflanze, dass sie Fett enthält. Also es ist im Prinzip wie eine Avocado. Deswegen schmeckt das auch so cremig, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das ist einfach wie eine ganz normale Beere. Deswegen diese Cremigkeit. The way people from the Amazon eat, they eat plain with fried fish and dry shrimp. That's the way they eat. Eins sage ich euch, diese Coxinhas hier, die schmecken tausendmal besser als ihr denkt. Wir haben eine gegessen vor zwei Nächten draußen. Die sind krass, die Teile. Also auf die freue ich mich eigentlich am meisten. Aber bevor wir die essen, meint sie, wir müssen auf jeden Fall diese Suppe jetzt probieren, die den Mund taub machen soll mit den Blättern. Und die Suppe heißt genau wie das Restaurant Dakaka. Und diese Brühe so hellgelb einfach, was geht? Nebendran haben wir noch Chili-Sauce. Einfach drüber. Let's go. Spicy.
spicy und sauer. Oh, it's sour. Mm. Sauer, erfrischend. This one. Come to Papa. I eat the whole thing. I think it's okay. Ah, okay. Yeah, look. But if you don't want it, like this. But I eat the whole thing. Brazilian way, huh? Ich glaube, das ist schon was für dich, diese Suppe, ja. Die Shrimps sind so frisch. They're so fresh, man. Mm. Noch sowas habe ich noch nicht ansatzweise probiert oder geschmeckt in meinem Leben. Diese Säure und Frische, aber trotzdem genau der richtige Salzgehalt. Einfach auch null fischig. So ein saurer Morgencocktail. So, wenn du das trinkst, du musst einfach grinsen und fühlst dich refreshed. Slimy. Yeah, like very gluey, you know, like sticky texture, you know. Das ist der Tapioca Gummi. Let's go. They're supposed to make you tingly, like numb. You want me to keep it longer in my mouth? Yes. Like coca leaves. Kind of. Yeah. Yeah, the stuff from the Amazon, you know, Indian stuff. So. Ah. Okay. Now. Right. Yeah, it's like. Es ist nicht wirklich so, dass die Zunge taub wird, aber sie kribbelt so leicht. I like the word sour. 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 I love the word sour. Auch eine Bombenkombination zusammen mit Acai, weil das bringt deine Zunge so ein bisschen zum Brennen. Sauer, scharf, kribbelig und das Acai kühlt das Ganze wieder runter. Cochina. Die übrigens anders als die klassische Cochina mit Krabbenfleisch auch gemacht ist. Also wir haben jetzt wieder die Amazonas Cochina. Und wie ihr sehen könnt, die Spitze ist einfach die Krabbenzange. Da ist einfach die gesamte Krabbenzange mit rein verarbeitet. Deswegen muss man diese auch von unten essen. Dieser Teig und dieser Cochina ist so lecker, der ist so schön klebrig und befriedigend und matschig und schwer und hält diese Krabbenmasse so geil zusammen. Das ist quasi eine Cochina befüllt mit diesem Krabbensalat. Das ist schön klebrig und auch der Teig ist wieder gemacht aus der Maniokpflanze. Ei, ei, ei. Und es gibt immer noch einen Grund, Chilisauce drauf zu geben. Das ist die Amazonas Kibbe. Oder Amazonas Samosa. You know Samosa? It's like the... Ciao. Obrigado. Bye bye. Obrigado, bye. Bye bye. Tudo de bom. Bom trabalho. Ja, meine Freunde. Das war ein Frühstück. Exotic. Und Guy hat uns schon eingeladen im Sommer. So irgendwann ab Juni können wir in den Amazonas fahren mit ihm und dort so richtig einen Fisch aus dem Wasser holen, den Fisch grillen im Dschungel. So eine richtige Dschungelfolge einfach. Also wenn ihr Bock habt, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Okay, okay, okay. We will order other foods, you know, like some savories. Alright. Okay. Ja Leute, wir bewegen uns durch die Straßen Rios zum nächsten Restaurant in der Nähe von Downtown. Und dort soll es einen legendären Hotdog geben. Ein Rio-Style Hotdog. Und ihr habt ja mitbekommen, dass die Burger hier auf jeden Fall sehr krass waren. Deswegen, und auch überhaupt die Fleischqualität. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie die Hotdogs jetzt hier abschneiden werden. Also meine Erwartungen sind auf jeden Fall sehr hoch. This is peanuts and this is coconut with sugar. Der ist wie gebrannte Mandeln. Riecht auch so. Amendoim foi embalado agora. O coquinho tá todo embalado agora. Natural Viagra, peanuts. Yes. Schon mandelig hier. Übergeil. There we go. Let's go. Nice. I like. In Germany we have something like called
Gebrannte Mandeln. Okay. On the similar. On the Christmas market. Okay. They said, but they similar. Do it with almonds. They okay. do the same with almonds. Popcorn. Mm-hmm. No. Schmeckt wie Kokosnuss. Popcorn. Herzlich willkommen in Downtown Rio, Leute. Von Guy habe ich erfahren, dass Rio den zweitgrößten urbanen Dschungel hat. Das erklärt natürlich auch die Vielzahl der ganzen Bäume, Palmen und einfach Gewächse, die in der Stadt einfach wachsen. Wo sind die Hotdogs? Und wir kommen in eine sehr ruhige, angenehme Gegend. Entspannt, so eine schöne Fußgängerzone mit Straßenbahngleisen, die durchführen. Mit europäisch angelehnten Gebäuden ringsum. Gefällt mir. Einer der größten Einflüsse in Rio oder in ganz Brasilien kommt natürlich aus Portugal. Und natürlich auch was das Essen betrifft. Und wir stehen hier vor einer alten, wirklich original, alten, traditionellen portugiesischen Bäckerei mit dem Namen Casa Cave, die es seit einfach 1860 hier gibt. Und in der Vitrine sieht man schon so traditionelle portugiesische Bäckereien, Tortas, ich sehe so kleine Cornettos. Und dort werden wir jetzt eine kurze Kaffeepause einlegen, so eine kleine Stärkung, bevor es weiter zu den Hotdogs geht. Valeu, Mariano! Beijão, valeu, velho! Tamo junto, irmão! Tudo de bom, obrigado! You guys ready? Rio, superstar Rio, huh? Funny! Let's go! Der Platz ist einfach wieder mal ein Museum. Was geht, einfach unverändert in der Zeit stehen geblieben. Pastel de nata. Das ist viel zu lecker. Schon mal gesehen? Ja. Ja, die sehen auf jeden Fall köstlich aus. Muss man mitnehmen. Wir wollten eigentlich nur eine Kaffeepause einlegen, aber die kann man nicht vorbeigehen lassen. Valeu, Maria. Obrigadão. Thank you. Valeu. Klein, aber schwer. Vanillig, cremig, weich, aber trotzdem leicht knusprig unten, braun gebacken. Und passt perfekt zusammen mit einem portugiesischen Kaffee. Schau mal rein, juicy. Aber weil es erwärmt wurde natürlich auch, aber es sieht schon sehr saftig aus. Du musst probieren. Ich liebe Kostas. I'm craving for the hot dog. Yeah. Saving space for the hot dog. Was geht hier ab eigentlich? Was für eine nice Outdoor-Bar einfach. Café Gaúcho. Die Leute stehen auf der Straße, bestellen sich ihre Drinks und ihr Essen von drin nach draußen so an diesem Eckhaus und einfach ringsum gute Stimmung. Die Leute haben schon ihre ersten Drinks, nachmittags um zwei. Ein Platz, der original aussieht. Und auch hier schön in der Innenstadt, angenehme Atmosphäre, auch außenrum. Wirklich eine coole Ecke. Look at the hot dog. Just simple, man. Onions, tomato and tomato sauce on a French bread. That's it. Und die gleiche Stimmung ist auch im Laden. Genau hinter mir seht ihr auch schon die Hotdogs, für die wir hier sind. Die Würste liegen einfach zusammen mit den Zwiebeln und den Tomaten in einer großen Wanne und die sehen schon so knusprig, leicht scharf, rot, angegrillt aus. Und der Kollege nimmt auf jeden Fall direkt drei Würste und gibt sie in ein Weißbrot zusammen mit den Zwiebeln und den Tomaten. Einmal in der Hälfte durchgeschnitten und fertig ist unser brasilianischer Rio-Style-Hotdog. Ich gehe dann mal. Oh, foi mal. Sorry. Man, when you do the first bite here,
your life's gonna change. Rio Hotdog, huh? Yes. Man. Das Fleisch, Brot und Gemüseverhältnis stimmt auf jeden Fall, würde ich sagen. Ei, ei, ei. Cheers, man. So. Different, huh? Put some of the chili sauce. Now it's gonna get better. Tell me. Jetzt sehe ich die Welt mit anderen Augen. Yeah. It's addictive, man, you know? So addictive. Ohne die Chili-Soße war ja schon krass. Mit der Chili-Sauce. Aber mit der Chili-Soße drauf ist einfach vorbei. Diese Wurst ist so schön knackig und so würzig und pikant. Das Brot ist nichts Besonderes, aber trotzdem sehr stabil. Es ist leicht knusprig, trotzdem schön fluffig in der Mitte, so wie Brot sein muss. Wenn du kaust und isst, so das Einzige, was dir noch fehlt, ist einfach, dass du diese pikante Schärfe mit einem Schluck Bier runterspülen möchtest. Ich würde die so gern aufessen jetzt, aber ich glaube, ich muss Randy, muss probieren. Ich muss direkt so machen. Boah. Leben vorbei. Wow. Das ist die perfekte Wurst schon wieder. Und die Ergänzung mit den Zwiebeln ist genial, hä? Ja. So, du hast so diese frischen, leicht süßlich angegrillten Zwiebeln zusammen mit der Wurst. Ich vernichte ihn. Und diese Runde werde ich direkt mit dieser Soße vom Himmel upgraden einfach. Was geht? Die hat genau die richtige Schärfe. Hey, yeah. Nice. Yes, aye, aye, aye. It's okay, cool. Und hier haben wir jetzt Minced Meat Croquetta, also Hackfleisch, frittiertes Hackfleisch kann man sagen. Der Rest ist genauso wie bei dem Hotdog, also einfach Zwiebeln, Tomaten, weiches Brot und dann eben dieses frittierte Fleisch. Da seht ihr, von was ich spreche. Das wird ein schöner Biss jetzt. Let's go. Let's go. Mm. Oh. Number one. Number one. Yes. But I think the hot dog is my number one. Oh yeah, yeah, I know. No, mind you, hot dog is better. Und das Fleisch ist so schön matschig. Und ja, was soll ich euch sagen? Einfach überhaupt dieser Spot hier, dem muss einfach mal ein Shoutout gegeben werden. Was für eine schöne Atmosphäre um dich rum, Leute. Es ist so einfach eine Outdoor-Party. Leute kommen, Leute gehen, Mittagspause, Anzugträger, Arbeiter, alles findet hier zusammen. Und genießen einfach Hotdogs mit diesem Bier. So. So kannst du einen schönen Freitagnachmittag starten und auch wieder beenden, wenn du beim Party Mountain zurückkommst, kommst du dir hier an, hörst den Abend so auf, wie du ihn angefangen hast. Prost! 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 I don't drink, I was just practicing my German. Ei, 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 ei. Es geht weiter, würde ich sagen. Wie, was hast du noch für uns? What? Wie geht's weiter? How do we continue? Now we're going to have pasta. Brazilian pasta. Brazilian pasta? Yes. Like pasta. Pasta, Italian pasta, but real pasta. I love downtown Rio, you know. It's always vibrant, lively, you know. Die Innenstadt von Rio ist auch sehr angenehm, muss man sagen. Es ist viel los, es ist Action, es geht rund, es gibt sehr viele Eindrücke, aber es ist sehr angenehm, sehr calm. Niemand schreit dich an, niemand versucht dir irgendwas anzudrehen. Du kannst entspannt durchgehen und ja, die Atmosphäre genießen. Vorbei an den Märkten, die auf jeden Fall ein bisschen wilder sind als die Innenstadt von Rio. Über diese fette Straße hier. Weiter zu einem Streetfood-Outdoor-Pasta-Stand. Und hier unter diesem fetten Gebäude hat sich der Kollege eingefunden. Und die schwärmt auf jeden Fall stark von dieser Pasta, meint, es ist einer der besten in Rio. Dementsprechend
essen wir jetzt brasilianische Pasta. Kommt noch der Eichen her. Lukas, hi. Nuno, hi. Randy, hi. Nuno. Hoi. Und Guy hat einfach seine eigene Pasta bei diesem Stand, die nach seinem Namen benannt wurde. Schaut mal hier, Como Cardi. Das ist sein Nachname. Also eine Pasta wurde... Der Kollege hat bereits vorgekochte Pasta oben in Plastikboxen. Davon kommt immer eine Handvoll auf die Grillplatte, gefolgt von Kräutern und Salz. Dann wird die Pasta so schön leicht angebrutzelt. Dann kommt Soße dazu. Die Soße ist so leicht cremig, rot, scharf, aussehend zumindest. Mit kleinen Wurststückchen kommt ebenfalls auf die Pasta, auf die Grillplatte. Gefolgt von noch mehr Soße mit so einer Art Hackfleisch. Alles wird vermengt auf der Grillplatte, alles wird nochmal schön angebrutzelt. Die Zutaten kommen zusammen. Anschließend kommt alles in einen Teller, gefolgt von Parmesan, zwei Gabeln. Und fertig ist die Como Cardi Pasta, die nach Guy benannt wurde. My name is Italian. Italian Pasta, Italian Sauce. Ja, die Pasta ist serviert, ne? Ja, yes, my name. Da. Ist einfach deine Pasta jetzt. Wir essen Guys Pasta. A little bit spicy. Mm-hmm. Not too spicy. Not too spicy. I think you put just a little. Don't know if you have noticed, yours is spaghetti, mine is penne. Die Soße ist schön leicht scharf. Passt gut zusammen mit den Wurststückchen, die drin sind. Ich meine, die Nudeln sind absolut überkocht, muss man an der Stelle sagen. So, also mit Pasta hat es eigentlich nichts zu tun. Aber so unter Anbetracht des Vibes, der Umstände, so. Es ist halt eine Streetfood-Pasta, was soll ich euch sagen? So, Brazilian-Pasta, da gibt es keine Regeln. Demnach. Delicious. Und die Schärfe ist genau perfekt. Du kommst so ein bisschen ins Schwitzen, du musst so ein bisschen arbeiten. Aber reicht, damit du die Pasta auch aufessen kannst. Guten Tag. How do you say when it's delicious? Guten Tag. Guten Tag, yes. Guten Tag. Guten Tag. Ai, ai, ai. Es hört nicht auf in Rio. Where do we go? Okay, now we're going to have acarajé, which is a savory from Bahia State. Was auch wieder so eine Art Kroket ist, Streetfood-Style, schön frisch, warm gebacken, frittiert. Oh, das wird jetzt noch ein guter Abschluss werden, Leute. Sometimes yes, depending on what kind of attraction. Oi! Tudo bom? Tá começando agora, né? Tu acha daqui quanto tempo? Ei, der Platz ist wieder komplett anders, als wo wir gerade herkamen, ja? Auf einmal sind wir auf so einem fetten Platz. Dort hinten ist diese fette Brücke, ja, umgeben einfach wieder von Bäumen und im Hintergrund siehst du die Berge. Die Hügel einfach bedeckt, auch mit Regenwald. Bunt auch, oder? Es ist ein cooler, ist ein cooler Ort hier gerade. Es ist so richtig lateinamerikanisch, finde ich jetzt so ein bisschen. Oi. Hi. Hi. Nice to meet you. Oh, und ich glaube, es geht los. Die Dame hat den Stand auf jeden Fall fertig aufgebaut, war ein bisschen zu früh dran und beginnt schon mal das Palmöl in den Behälter zu leeren und zu erhitzen. Is it pure palm oil? The orange sauce is the oil from palm oil trees. Yeah, no, black eyed peas like the band, remember the band? Black eyed peas. Black eyed peas. Black eyed peas. Der Black eyed bean Teig, dazu kommen noch Zwiebeln oben drauf. Genau, she's gonna. Und jetzt wird das Ganze zerstampft, zusammengebracht. Und der Stand sieht genial aus. Die Dame macht vier Töpfe auf, farbenfroh. Diese Gerüche, diese Eindrücke und auch überhaupt der gesamte Stand. Einfach ein cooles Bild. Es hat schon fast was Künstlerisches so. Auch die Dame selbst auf jeden Fall. Zuckersüß, muss man so sagen. Ich glaube, das Fett wird jetzt erhitzt und ich bin gespannt, was wir jetzt gleich bekommen werden. Ich habe es nur beschrieben bekommen von Guy, aber ich habe keine Ahnung, wie es am Ende aussehen wird. Aber sind wir mal ehrlich, es kann nur gut werden. Der Teig wird geformt mit diesem riesigen Löffel und so einer Frittierkelle zu so flachen Bällchen. Ich meine, es sind keine Bällchen, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall zu so flachen,
Objekten, die dann in das Öl kommen. Klein, groß, alle schwimmen und brutzeln nebeneinander. Und du kannst förmlich sehen, wie sich diese weiße Masse mit dem Frittieröl vollsaugt. Die blubbern einfach vor sich hin, was soll ich euch sagen? Du kannst schon diesen Geruch und die Wärme wahrnehmen. Palm oil, smell. Wie liebevoll sie diese mit dem Stäbchen so umdreht. Blub, blub. Und diese knusprige braune Oberfläche kommt zum Vorschein. Uiuiui. You're gonna make your own akarajé. Also ich werde uns jetzt das Essen kochen, ne? Sagen wir so. It's a religious food, this one. Vai pegar aqui, vou fazer assim. Coloca. Ah. And you just pour into the pan. Preciso, quer que eu saia? You're a big guy. Quer que eu saia ele? Easy. Tá mais um pouco raus. Like this. Ah. Here, right? So. Nope. É isso. Foi quase. She said you're almost got 100%. Now it's time to eat. She said out of 10 you got 9. Nice. Dá para me substituir numa folga. She said over day off you pump. Le preparado. Das Sandwich wird belegt. Aus allen vier Töpfen kommt eine Zutat auf diesen frittierten Ball. Und ganz zum Schluss kommen diese getrockneten Shrimps dazu. Das ich nenne es einfach Sandwich, leuchtet einfach. Obrigado. Enjoy. Einfach farbenfroh. Wenn sie eine Speise wäre, dann wäre sie das. Ich schwöre es dir. It's an African influence, very colorful, very tasty. Es leuchtet einfach. Was geht ab? Mm. Diese Okra-Paste, diese Shrimp. Eieiei, und ich spüre, wie knusprig dieses Teil einfach ist. Unsere letzte Speise gemeinsam auf dieser Food Tour. So knusprig und klebrig. Und du schmeckst einfach den Shrimp. So. Dieser Geschmack sticht einfach als erstes durch, umgeben von so einer Matschigkeit, von dieser Okramasse, umgeben von dieser fluffigen, aber trotzdem knusprigen Schale. Ein bisschen schwierig zu essen, muss man auf jeden Fall gestehen. Also an der Konstruktion kann noch gearbeitet werden. Aber abgesehen davon, schmeckt nach Afrika. Some people call the Brazilian Big Mac. Kind of like a Big Mac. It kind of looks McDonald's a little bit, like a big burger. That would be, you know, a downgrade in my opinion. I know. That's a downgrade, bro. It's like ich habe nicht ansatzweise irgendwas, was vergleichbar wäre. G-Man, that was a strong tour today. Thank you, man. Really strong. Thank you for everything. Thank you. Thank you for the guide. Thank you for the restaurants you prepared. Like. Jeder Einzelne, den wir heute besucht haben, war auf jeden Fall sehr korrekt. Auch extrem gastfreundlich, Rio de Janeiro im Allgemeinen. Wir hatten sehr viel Spaß hier. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kuss geht raus an jeden, der eingeschaltet hat. Willkommen, Brasil. Peace. Einfach Vogel hat ihn angekackt. Bruder. Acarajé. Also ich werde uns jetzt das Essen kochen, ne? Sagen wir so. Macht euch gefasst. Der Mann nimmt's gonna f*** it up. Kommt eh nicht rein. Der Mann dem. Das shit. Bruder, das geht von hier bis hier. Das T-Shirt ist eh durch. Der Mann nimmt's gonna f*** it up.